Hey Leute, herzlich willkommen zu Full Gear. Das ist ein Oldschool-Roguelike, welches wir uns heute mal anschauen werden. Das gibt's für glatte 10 Euro auf Steam. Ich habe einen Key dafür bekommen und wenn ihr das selbst mal ausprobieren wollt, da gibt es auch eine Demo für. Und auch wie hier gilt wie immer, wenn euch das gefällt, wäre es super, wenn ihr euch das auf die Wunschliste packen würdet. Weil das ist immer eine riesengroße Hilfe, gerade für so Solo-Entwickler oder für generell kleine Entwickler, aber das nur nebenbei. Und dazu sei jetzt noch gesagt, ich habe es vorhin kurz mal 5 Minuten gestartet, bin ein bisschen rumgelaufen, aber das Ganze ist auch ein bisschen komplizierter. Ich habe jetzt auch momentan noch nicht so wirklich Zeit für mich, ein bisschen genauer damit zu beschäftigen. Aber ich wollte es einfach mal vorstellen, weil ich finde, das ist schon eine ganz coole Idee. Typisch Roguelike, man hat einen Charakter, man läuft rum. Wenn man stirbt, fängt man von vorn an. Es gibt auch, soweit ich das gesehen habe, keine Meta-Progression in dem Sinne. Und ja, wir starten einfach mal. Man kann hier leider auch nicht übers Menü irgendwie Save Game wieder zurücksetzen. Ist erstmal, also was ich ganz interessant fand hier unter References, Full Gear takes place in the same universe as an unnamed dungeon series made in Minecraft. Das habe ich eben erst entdeckt. Und dann gibt es halt diese drei Sachen dafür. Aber gut, das nur ganz nebenbei. Wir drücken mal Continue und dann werde ich dazu noch ein bisschen was sagen. Also die Sache ist halt auch, man kann sich Drohnen bauen. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Und es gibt hier auch, glaube ich, noch direkt, also das hier in der Mitte sind erstmal wir. Hier haben wir einen Zweitcharakter. Und wenn ich jetzt Shift drücke und Linksklick auf meinen Charakter, das geht jetzt hier noch nicht. Okay. Der Typ sitzt hier halt rum und später habe ich auch schon gesehen, gibt es hier so Modifier, die kann man ein- und ausschalten, um das Spiel so ein bisschen zu verändern oder schwerer zu machen. Ansonsten gibt es zwei unterschiedliche Modi. Es ist ein klassisches Roguelike, aber man kann halt noch sich hier so sagen, es gibt einen modernen Modus und einen Traditional Mode und man kann halt jederzeit zwischen diesen Modi wechseln. Gut, das hier oben ist der Dungeon. Und dann gibt es hier noch so ein paar Sachen. Ich weiß gar nicht genau, was das alles ist und was ich hier so anklicken kann. Ich habe das vorhin nur mal so ein bisschen rumprobiert. Also hier oben ist der Dungeon. Hier ist das Tutorial. Das hatte ich jetzt noch nicht gespielt, sondern ich bin da oben einfach mal so reingelaufen. Reingesprungen. Gehen wir mal hier ins Tutorial und schauen uns das Ganze mal an. So, was haben wir denn hier? Okay, Basics, Moving, Beine benutzen, alles klar. Aim, then press left click, ja, ja, ist klar. Gut, können wir hin und her laufen. Dann gehen wir mal in den nächsten Raum. So, das ist unsere Lebensenergie und wenn wir den Schädel erreichen, dann ist vorbei. Und natürlich gibt es hier auch jede Menge Items in dem Spiel. Sammeln wir einfach drauf, indem wir drüber laufen. Mit E können wir dann ins Inventar oder mit Enter. Gut, was haben wir denn hier? Candy Build, Copper Quality, plus 1 Defense Healing. Dann ziehen wir das doch direkt mal an. Es hat auf jeden Fall mehr Verteidigung. Grippers, Gauntlets, plus 7 Genauigkeit, Marking, plus 2 Crit. Marking, Hitting Enemies, Marks them Briefly. Gut, dann rüsten wir das auch mal aus. Und auf dieses Rad wird er wahrscheinlich auch noch zu sprechen kommen, aber das habe ich eben schon gesehen. Das dreht sich im Prinzip mit jedem Zug ein Stück weiter und was hier oben ist, das ist quasi aktiv. Also wenn jetzt hier das Herz einmal rumgeht und es geht wieder hier oben hin, dann werden wir um einen Lebenspunkt geheilt. Aber da kommen wir bestimmt gleich nochmal zu. Genau, ja, ja, jetzt. Genau, das dreht sich dann immer. Für jeden Zug, jeden Schritt, den wir machen, dreht sich das ein Feld weiter. So, jetzt haben wir hier mal einen Dummy.
Gut. Mit Linksklick können wir dann auch einfach angreifen. Dann gehen wir mal weiter. Ja, Schatztruhen. Die sind aber verschlossen, verdammt. Wir können sie aber auch aufschlagen. Alles klar. Dann sammeln wir das erstmal ein und gucken mal, was es hier so gibt. Und dann werfen wir mal einen Blick ins Inventar. Mit Rechtsklick können wir dann auch Items benutzen. Was haben wir denn hier? Overclocker. Gadget. All your drones attempt to fire immediately. Cooldown 50 turns. Kennt man ja. Wird quasi, Cooldowns werden quasi immer in Zügen angegeben. Bubbly Pipe. 100 Genauigkeit für 2 Züge. Ja, und jetzt hat sich gerade nichts mehr getan. Gut, laufen wir weiter, mal gucken, was da noch kommt. Making Drones, das ist quasi so, soweit wie das hier auch steht, so ein bisschen das Kernfeature des Spiels. Dafür brauchen wir Teile, die müssen wir dann erstmal einsammeln. Oh Gott, das sieht ja überhaupt nicht kompliziert aus. So, erstmal alles einsacken. Dann gucken wir mal hier. Einfach mal experimentieren. Die Farben passen dann auch entsprechend dazu. Das kann ich dann wahrscheinlich in die Mitte setzen. Genau. Gut, wir können ihnen dann Zufallsnamen geben oder selbst einen Namen auswählen. Alles klar, ist mir aber jetzt für den Moment Latte. Und ja, wie funktioniert das jetzt? Drohne ist bereit. Und wie machen wir das jetzt? Drohne aktivieren. Eine Menge Knöpfe. Ach, hier. Ach, hier können wir den Namen ändern. Okay, das sind die unterschiedlichen Teilegruppen, um es mal so zu formulieren. Dann ja, und jetzt kann ich das Ganze wie machen? Wir haben Drone-Token. Kann ich das hier rein? Kann ich sogar da reinsetzen? Ah, okay. Interessant. Dafür sind das ist dann durchaus sinnvoll. Dann haben wir jetzt da unsere Drohne. Spare Nuggets benutzen die, um sich zu heilen. Gut, die sammeln die dann automatisch auf. So, hier haben wir Schusswaffen. Die können wir benutzen mit einem Rechtsklick aus dem Inventar raus. Aber wir brauchen dann auch die richtige Munition dafür. Moment. Einsammeln. Und alles klar, dann können wir jetzt so zielen. Grüne Linie bedeutet, wir können da hinschießen. Rote Linie bedeutet, wird auf die Wand treffen. Aber die Waffen sind scheinbar nicht allzu stark. Ah, mit Tab kann man hier einfach durchschalten. Okay.
Wir sind Mensch, Essen ist wichtig. Ja, okay, damit können wir uns dann auch heilen und erhöht, ja, glaube ich, teilweise dann das Leben. Mit Space können wir warten, wie in den meisten anderen Spielen auch dieser Art. Dann gucken wir doch mal ganz kurz hier in Apfel. Plus 4 Max Health, plus 20 Health. Die haben auch alle wirklich Max Health. Dann essen wir das mal. Mit Control und Left-Click können wir uns die Sachen genauer anschauen. Und das verbraucht dann auch keinen Zug. Map Utility. Okay, das ist im Prinzip dann eine Karte. Muss halt immer über Escape das dann abbrechen. Jetzt haben wir hier Machinator. Damit können wir Equipment effektiver machen. Okay, mit E, also E kann ich auch drücken. Fire Trap. Gut, ist selbsterklärend, ne? Und was haben wir hier noch? Stun Trap. Stun Trap ist auch selbsterklärend, würde ich mal sagen. Und hier haben wir noch Frost Trap. Ist auch irgendwie selbsterklärend. Geht alles ein, was für eine Überraschung. So, und dann hatten wir doch jetzt hier soweit alles, oder? Ich wollte gerade sagen, ich konnte mich gerade nicht mehr bewegen. Ja, rundenbasiert. Passiert gleichzeitig. Dann kämpfen wir mal gegen den Dummy hier. Und ich hoffe, du kommst da mal ein bisschen hinterher. So, was haben wir hier? Blight Trap. Da will ich auf jeden Fall nicht reinlaufen. Ja, total einfach. Und das hier war Corruption Trap. Triggering this trap will release a horde of Nanobots. Das will ich auch nicht. Da will ich auch nicht reinlaufen. So, ich glaube, dann haben wir uns das hier alles ganz für den Anfang mal ganz kurz angeschaut. Das ist jedenfalls eine sehr coole Idee mit diesen Drohnen. Und das ganze Spiel da so ein bisschen drumherum zu stricken und natürlich mit diesem Zahnrad da an der Seite, wo dann halt auch die entsprechende Aktion ausgeführt werden können. Man hat also standardmäßig, ich weiß nicht, ob man das noch erinnern kann, 3 Slots für diese Drohne im Prinzip, denke ich mal. Oder für Fähigkeiten. Aber ich kann ja theoretisch überall wo was reinpacken. Und dann muss man halt das auch ein bisschen dann timen, wann was da oben erscheint und wo man dann da steht. Das ist auf jeden Fall eine ganz coole Idee. Generell macht das halt auch einen ganz netten Eindruck. Ich muss mir das halt in Zukunft mal ein bisschen genauer anschauen. Schaffe ich leider derzeit nicht. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß mit dem Video und mit mir. Das war's erstmal wieder von mir und bis bald.